Herzlich willkommen zum Adventskalender von Ella für den 17. Dezember 2019. Ja, heute könnten Ideen, kreative Gedanken, Eingebungen kommen, Inspirationen, so ich sag mal zwischen vormittags und nachmittags. Und da kann man jetzt auch auf Ideen kommen, wie man gewisse Dinge auflösen kann, die vorher nicht so gut geklappt haben. Und man sollte wirklich danach Ausschau halten oder explizit darüber nachdenken. Das ist heute die Qualität des Tages, die man nutzen kann. Das gilt für alle natürlich. Und wir schauen jetzt noch, was die Karten heute für euch haben. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann, zum Adventskalender und wir schauen, was die Karten heute für dich zu bieten haben. Wir haben Solar Plexus Chakra und das bedeutet, dass du auf dein Bauchgefühl hören solltest heute. Achte darauf, was sich gut anfühlt, was sich weniger gut anfühlt. Die Engelkarte sagt ja, was auch immer das ist, es ist befürwortet. Wenn du eine Eingebung hast, eine Idee, dann sollst du dem folgen. Und die Engelkarte sagt spielen. Geliebtes Wesen, es ist an der Zeit, die Arbeit ein Weilchen beiseite zu legen. Mach dir keine Sorgen, wir werden dir helfen und dafür sorgen, dass du deine Verpflichtungen erfüllst. Verspieltheit, Fröhlichkeit und Lachen wird deine Energie erhöhen, damit du mit einer frischen Sichtweise und heiterer Energie an deine Arbeit zurückkehren kannst. Also frohe Stimmung, gute Laune ist wichtig. Und wir haben die Störche. Da kommt was Neues auf dich zu. Da wird sich was verändern, vielleicht positiv, vielleicht kommen auch neue Dinge auf dich zu, neue Ideen. Wir haben ja schon gehört, da gibt es heute vielleicht eine Menge Eingebungen, die dich voranbringen können. Positive Einflüsse, positive Ideen. Hör auf dein Bauchgefühl, wie sich das anfühlt und das Ja von den Engeln. Und dann darfst du auch sehr gerne gute Stimmung haben, verbreiten und dich schönen Dingen widmen. Also, dann lass es dir gut gehen und wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder.